Hallo Leute, willkommen beim LS22 Mitmach-Tutorial. Dies ist Teil 38. Die Hirse ist reif und will endlich geerntet werden. Ja, dann holen wir doch gleich mal den Mähdrescher. Oh, hüpfen wir rein. Oh, das ging ja schön direkt. Und dann wird Hirse geerntet. So. Mal gucken, wie wir da am besten hinfahren. Na, so geht doch wunderbar. Und jetzt gucken wir auch mal, wie wir hier uns am besten auf das kleine Feld setzen. Ach, das können wir gerade selber ernten. Das ist ja so winzig. Ja, dann fangen wir vielleicht einfach hier an der Seite an. Und machen so blub, 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 blub. Ja, und hier haben wir ja noch die Zuckerrüben. Die sind wann reif? Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Mal gucken. Zuckerrüben, nee, Kalender. Im Oktober erst. Ja, denn ich denke mal, die Hirse, die wäre eigentlich schön, die aufzuheben für Hühner. Da kann man die Hühner damit füttern. Und naja, packen wir einfach ins Silo und dann warten wir eben, bis wir den Platz frei haben. Ich will ja da hinten das Zuckerrübenfeld und auch dieses hier für Produktionen und vielleicht ein bisschen Forst und also nur ein ganz winziger Forst und verschiedene Ställe nutzen. Im Prinzip könnten wir eigentlich dieses Feld auch jetzt schon für Ställe nutzen. Schadet ja nichts, wenn wir da schon mal was draufstellen. Lassen wir ein bisschen Abstand zu dem Feld, damit der Helfer da noch arbeiten kann. Ja, erstmal hier ein schönes Erinnerungsfoto. Die Hirseernte. Ah, und was man hier beachten sollte, oder einfach nicht, man muss da nichts beachten, aber was interessant ist, sagen wir mal so, die Hirse wird nicht am Boden abgeschnitten und man hat auch keine Strohoption. Na gut, ich könnte die Strohablage anschalten. Was heißt hier? Strohablage ist für den aktuellen Fruchttyp nicht möglich. Genau. Denn man kann hier kein Hirsestroh machen. Und es bleiben sehr lange Stängel stehen bei der Hirseernte. Und das ist was Besonderes. Es ist einerseits was Besonderes, weil das auch in echt so ist. Und bei Raps wäre es eigentlich ähnlich. Und ich finde aber, das Besonderste an der Sache ist, dass als die Hirse vorgestellt wurde, da sind ganz viele amerikanische Spieler, ich glaube, vor... Oh, mit dem fahre ich am liebsten. Ja, das ist gut. Mein Lieblingsmähdrescher zurzeit. Ja, weil ich mir nichts anderes leisten kann. Naja, das stimmt nicht. Ich könnte mir einen ganz tollen kaufen, aber für die kleinen Felder brauche ich keinen größeren. Aber zurück zur Hirse. Also die hatten von der Hirse Bilder gepostet, also Giants, so zu Werbezwecken im Rahmen der Vorankündigung vom LS22. Dann haben sich amerikanische Spieler an ihre Botschafter gewendet, ihre Ambassadors. Und ich glaube auch ans Sims-Team, aber das lief wohl zu einem nicht unerheblichen Teil über die Ambassador. Und haben gesagt, ey, aber Hirse erntet man nicht so, dass man die am Boden abschneidet. Das geht gar nicht. Wir in Amerika bauen viel Hirse an. Und die Hirse wird viel weiter oben abgeschnitten. Da bleibt viel mehr stehen.
Und dann ist das Sims-Team tatsächlich noch Giants-Team. Habe ich vorhin eben auch Sims gesagt? Naja, ich meinte natürlich immer Giants, weil es geht hier um den Landwirtschaftssimulator. Also, das Entwicklerteam, die Firma, die den LS herstellt, hat sich entschieden, bei der Hirse die Anbaumethode bzw. die Erntemethode noch zu ändern und dass dann hier die Haspel, nennt man das Ding, glaube ich, das, was sich hier dreht, dass die bei der Hirseernte höher eingestellt ist und die Hirse höher oben abgeerntet wird. Haben die noch eingebaut, rechtzeitig zum Release. Und das finde ich cool, dass das Feedback von den Usern auch noch relativ kurzfristig diese Änderung bewirkt hat. Ja, und dann hat man zwar immer diese hohen Stoppeln auf dem Feld stehen, aber naja, beim Untergrubbern stört das nicht groß. So, naja, der Ertrag ist gar nicht so schlecht. Ich lasse hier an den Ecken was stehen. Aber bei den hohen Stoppeln fällt das nicht so auf. Hüstel. Ja, und was ich noch gehört habe aus amerikanischen Spielerkreisen, ist, dass die Hirse gar nicht meistens so als Kolben- und Getreidefrucht angebaut wird, sondern eher zum Häckseln. Also im viel größeren Maßstab wird in Amerika die Hirse als Häckselfeldfrucht angebaut. Und dann haben die auch nicht hier diese Hirse, sondern eine höher wachsende Hirse und die wird dann im Prinzip wie der Mais gehäckselt. Und der Vorteil der Hirse gegenüber dem Mais ist wohl vor allem, dass die Hirse besser mit Trockenheit klarkommt. Ja, und was macht man dann, wenn man die Hirse gehäckselt hat oder den Mais? Dann macht man daraus Silage. Und ja, man kann das natürlich dann an BGAs verkaufen im LS, aber in der Praxis wird es vor allem zur Tierfütterung verwendet. Und wenn man jetzt sagt, dass Kühe häufig mit Hirse gefüttert werden, dann ist es weniger, dass die hier die Hirsekörner kriegen. Vielleicht kriegen sie die auch manchmal so als Kraftfutter oder so. Sondern das ist dann in erster Linie, dass die Hirse als Häckselgut geerntet wird. Also die ganze Pflanze wird vor der Fruchtreife geschreddert und dann zu Silage verarbeitet und dann zu Kuhfutter gemischt. Und hier im LS22 können wir auch Hirse häckseln. Aber das spielt hier irgendwie eine untergeordnete Rolle. Vielleicht können wir ja mal für nächstes Jahr ein Feld Hirse anbauen und ein anderes mit Mais. Ein Maisfeld wollen wir ja sowieso anbauen. Sollten wir vielleicht ein zweites Maisfeld anbauen und dann könnten wir das häckseln. Hirse und Mais. Dann lohnt es sich auch, einen Häcksler zu mieten. Und wenn wir dann ein Maisfeld haben für Kolbenmais, das dachte ich, dass da
wo jetzt der Ölrettich drauf wächst. Und ein anderes zum Mais häckseln, dann erleben wir auch mal schön den Unterschied. Ja, voll, gut. Hätte man ja kaum gedacht, dass auf dem kleinen Feld und bei den kleinen Hirsekörnern das voll wird. Aber die Hirsekörner sind zwar klein, aber das sind ziemlich dicke Ähren hier. Das ist eine ganz andere Liga als so eine normale Kornähre. So, wo haben wir denn unseren Hänger? Ach, den könnten wir gleich mal arbeiten lassen. Hier grubbern. Da soll ja Raps angesät werden, noch heute. So. Oh, mal gucken. Ob die inzwischen fertig sind. 99%. Na, das dauert noch ein paar Minütchen. Ja, und jetzt muss ich hier mal einen der Trecker mit einem Anhänger versehen. Ein seltenes Ereignis. Naja, wir hatten jetzt ja ein paar Ernten. So selten ist es gar nicht. So. Klasse, jetzt hat er sein Gewicht fallen gelassen. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. So. So. Und wenn ihr euch in einem solchen Fall wundert, warum jetzt hier nichts rauskommt, das ist anders als beim LS19. Im LS19, da war das Ausgaberohr praktisch allzeit bereit. Und jetzt muss man den Mähdrescher anschalten bzw. einsteigen. Ich habe ja hier automatischen Motorstart an. Und darum reicht es, wenn ich einsteige. Und mit automatischem Motorstart aus hätte man den Mähdrescher anlassen können. Dann knattert der halt die ganze Zeit vor sich hin. Ja, jetzt bewundern wir hier mal unsere Hirse. Oh, das sind aber dicke Hirsekörner. Also ich würde sagen, die sind 10 bis 20 Mal so groß wie echte Hirsekörner. Aber es sieht hübsch aus. So, das kommt jetzt gleich mal in unser Silo. Ich habe ja, als das angekündigt wurde, dass im LS22 Hirse vorkommt, mal aus Spaß an der Freude ein Hirsegericht gekocht. Also praktisch Hirse als Beilage, also als Reisersatz sozusagen, zu gemischtem Gemüse. Und das hat ganz gut geschmeckt. Hin und wieder koche ich mal mit Hirse, aber ziemlich selten. Eigentlich zu selten. Ich frage mich auch, warum das in Deutschland einfach nicht so, ja, so mit der Beliebtheit hinterherkommt, die Hirse. Also einerseits in Deutschland und andererseits ja auch bei mir persönlich, weil ich habe Hirse im Haus und mir schmeckt sie eigentlich.
Und trotzdem koche ich eher selten damit. Dafür koche ich ziemlich oft mit Couscous. Und da mag ich, dass der Couscous so schnell einsatzbereit ist. Den muss man ja praktisch nur mit heißem Wasser übergießen. Und bei der Hirse reicht das fast auch. Die muss man mal ganz kurz aufkochen. Und dann lässt man sie noch 30 Minuten quellen, ohne dass man weiter kochen muss. Das ist auch sehr praktisch. Also gerade wenn man, ja, wenn man eher energiesparsam leben will oder muss, dann ist das sehr praktisch, dass man die nur mal kurz aufkochen muss und dann wird die fertig durchquellen. Das ist sogar noch energiesparender als Nudeln kochen. Und die Hirse ist halt, ja, so aus Klimawandelsicht echt ein Getreide mit Zukunft, weil die eben größere Hitze aushalten und mehr Trockenheit und das wird vielleicht noch mal ganz normal, Hirse anzubauen und zu essen. So. Ach, jetzt hätte ich eigentlich gar nicht mehr hierher fahren müssen, denn ich muss ja sowieso mit meinem Mähdrescher wieder auf den Hof fahren. Dann brauche ich auch nicht umladen. Und wir gucken jetzt mal, was hier auf den Nachbarfeldern ist. So. Ja, hier ist schon abgeerntet und da wächst was? Baumwolle. Baumwolle. Ich meine, das wär's doch. Ich würde eigentlich nur ungern Baumwolle anbauen, obwohl das im Rahmen vom Mitmach-Tutorial total Sinn macht, Baumwolle anzubauen. Weil das ist halt eine besondere Feldfrucht, die man mal kennenlernen muss, so ungefähr. Lasst uns gleich die beiden Felder kaufen. Hier, das. Wie gut, dass wir ordentlich Geld haben. So, und das Ansehen von Baumwolle ist nicht spektakulär. Da nimmt man einfach die gleiche Sämaschine wie für Mais zum Beispiel. Das werden wir ja bald zelebrieren, Mais anbauen. Das würde ich dann hier Mais anbauen und hier auch Mais anbauen. Und hier würde ich dann Hirse für nächstes Jahr fürs Häckseln anbauen. Und dann häckseln wir hier diese beiden Felder nächstes Jahr. Das wäre so meine Idee. Und jetzt klappen wir das erstmal ein und putzen mal. Und dann flitzen wir mal zu unseren neuen Feldern. Dann gucken wir auch, wann die Baumwolle erntereif ist. Und wenn das dann soweit ist, dann mieten wir uns den Baumwollernter und haben wieder einen neuen Aspekt vom LS22 kennengelernt.
So. So. Ja, da flitzen wir gerade mal rüber. Und was haben wir hier? Kartoffeln. Oh, das kaufen wir auch gleich. Jawohl. Dann, das ist zwar vom Anbau her auch speziell, aber ich zeige euch dann wenigstens mal die Kartoffelsämaschinen, wenn wir uns dem Kartoffelfeld widmen. Ja, dann haben wir heute noch gut zu tun. Nämlich, wir sollten dann die Kartoffeln heute schon ernten. Das Baumwollfeld, das braucht noch. Das sieht ja noch gar nicht sehr weit aus. Mal gucken, wie lange die brauchen. Baumwolle. Oktober, November. Okay. Da haben wir ja dann noch gut Zeit. Ja, eine feine Sache. Können wir Kartoffeln ernten. Und die Rüben sind auch im Oktober, glaube ich. Dann haben wir schon einige von diesen Spezialfruchtarten kennengelernt. Sehr gut. Und hier, der arbeitet fleißig. Okay, da werden wir heute noch Raps ansehen. Ja, und die Kartoffeln werden wir heute noch ernten. Und sobald ein bisschen Luft ist zeitlich, würde ich hier dieses Feld einebnen und teilweise mit Gras bepflanzen, denn wir haben ja viel Geld. Dann können wir uns das leisten. Sonst muss man mit Graspflanzen eher, also mit Grasmalen im Landschaftsbau eher zurückhaltend sein, weil das unglaublich teuer ist. Aber wir haben es ja. Und dann könnten wir hier einen schönen Hühnerstall hinstellen und die Hühner mit unserer Hirse füttern, unter anderem. Ja, aber das hat keine Eile, das können wir jederzeit machen. So. Ja, da haben wir interessante Abenteuer vor uns. So. Gut. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.